Ein wunderschönes, herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator, wo wir ja wieder ein Stück und nochmal fahren müssen und dann da weitermachen können, wo wir vorletzte Folge aufgehört haben. Nachdem wir letzte Folge einen kleinen Umweg gefahren sind. Aber einen sehr schönen Umweg. Hat sich also voll gelohnt. $100.000 kriegen wir. Das ist fast ein Witz. In der Zeit haben wir jetzt so schon, und wir sind noch nicht mal fertig, schon 700.000 von unseren Kollegen erarbeitet bekommen. So. Na dann, let's go. Wir müssen uns ein bisschen sputen, weil wir haben nicht mehr so viel Reserve. Die Reserve wird sogar weniger, sehe ich gerade. Eieieiei. Also wir werden auf jeden Fall mit einem roten Bett ankommen. Das dürfte unausweichlich sein. Aber auch so, ich meine, wir haben noch gerade mal 2 Stunden Reserve für die Mission an sich. Heieiei. Also müssen wir uns, wie gesagt, auf jeden Fall sputen. Also bitte kein Stau auf der A10. Ich werde jetzt alle Wiegestationen umfahren. Keine Zeit für sowas. Ja, davon ist also hier auf Navi sieht man jetzt so schön die gestrichelte Linie. Sehr geile Strecke. Weil ich mir, wie gesagt, auf jeden Fall, wenn ich mit den Folgen hier fertig bin für heute, mal zu Gemüte führen. Mal privat ganz genau die Lupe nehmen. Idaho! Oh, wir dürfen mal plus 55. Ja gut. Vorne der blaue Aufflieger kommt schon wieder. Also. Ja.
Merkst du schon wieder? Stockerhaft. Und der. Die linken Räder fliegen in der Luft, kann das sein beim Auflieger? So ein bisschen? Ja. Dazu ist es gerade so aus. Als wenn sie nicht komplett auf dem Boden waren. Der wieder mal so rumzuckt, der Auflieger. Würde mich da mal fast interessieren, ob es nur bei mir so ist. Oder ob es wirklich bei immer so, also bei euch auch so. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur bei mir so ist. Ich meine, gut, ist das wahrscheinlich kein Bug, den SCS-Software jetzt so schnell fixen wird. Weil es nicht wirklich stört. Aber der zuckt teilweise schon ganz schön, ey. Wenn der Auflieger so wirklich direkt neben einem fährt, fällt es schon ganz schön auf. Alter, schon wieder alles hell, Alter. Die Fahrbahn ist fast genauso fucking hell wie meine Motorhaube. Das kann doch nicht angehen. Ich meine, wenn die Fahrbahn schon so hell ist, ja, warum machen sie denn nicht die ganzen Markierungen, also die ganzen Striche, nicht schwarz? Alter, der Zug hat ja mal eine super low poly. Super low, die Dings da musst du auch Textur. Wow. Ja, nee, aber wie gesagt, also, ich meine, klar, würde man wahrscheinlich im Echten nicht machen, weil, ja, schwarz halt in der Sonne verbleicht. Vor allen Dingen halt auch super warm wird.
also heiß. Und je nachdem, was aus dem Material das Zeug gemacht ist, das dann an den Reifen kleben bleibt. I don't know. Also acht. Dann wird es so wie hier links dieser Seitenmonster gelb. Was natürlich auch nicht geht, weil das hätte, dann hätte es eine andere Bedeutung. So. Aber wie gesagt, weiß auf weißer Fahrbahn. Das gerade in Amerika, wo die Sonne immer so extrem burnt. Kein Wunder, dass da so viele Unfälle gibt, wo keiner mehr die Fahrbahn sieht. Also vor allem seine Spur. Oh, wird's wieder ein bisschen grüner. Ja gut, klar, ey, wir fahren ja auch gegen Westen, also Richtung Küste. Klar, dass es da wieder ein bisschen feuchter wird. Wieder ein bisschen lebensbejahender.
Wir wollen jetzt einfach mal den Drecksbus, Alter, weil ich glaub's ja. Oh, ich will die Kamera dort abarbeiten. Oh. Haben wir dafür genug Zeit? Eigentlich nicht wirklich. Fuck it, ich mach's trotzdem. Was ist das für eine enge Kurve? Hä? Achso, das Ding ist in der Mitte. Wie soll das gehen? Wer denkt sich wieder sowas aus? Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir waren jetzt schon mal, ne? Na gut, oder ich privat. Ja. Das ist das Problem, wenn man spielt privat und im Let's Play spielt. Man weiß nicht mehr, ob man etwas privat oder im Let's Play gesehen hat. Blöder Eis war. Callbox. Lieber hol uns hier. Kaum fahren wir ein MPH unter Max, wenn wir direkt gefallen, wo ich direkt mit überholt. Die fahren ja fast so aggressiv wie ich. Was ist denn los an meiner Köln?
dieser Folge kommt sehr viel komische Musik. Sehr viele Lieder, die ich noch nie gehört habe. Nee. Halten, also. Irgendwie sehen die Bäume hier sehr extrem nach PNG-Bäumen aus. Ich meine, ja, sind alles PNG-Bäume so, wobei nicht ganz, sind ja, haben wir ja mehrere Texturen ineinander verschachtelt so. Aber bei denen sah das gerade extrem danach aus. Die wirkten gerade sehr plastisch.
Hauen wir nochmal ran. Ah, wobei, oh, wir haben wieder Business halt gut geschafft. Nice. Trotzdem sind wir jetzt schon am Rumgehen. Alter, wir haben noch 2 Stunden bis zur Pause. Dieser Junge. Sollte mal auf das LKW fahren. Ha, dann weiß er, was Arbeit ist. Irgendwie dränge ich immer wieder den weißen Links ab. Aber weil wir können ja doch da vorne bei der Videostation parken. Reise tun wir hier eh, von daher. Dann soll das mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.